Krone als Eisschnelllaufkönigin, Annie Friesinger-Postma, dreimal Olympiasiegerin, 16-mal Weltmeisterin. Aber ich glaube, der größte Erfolg, glaube ich, der heißt Josefine, oder? Das ist die Tochter. Ja, Josefine und seit 4 Monaten Elisabeth. Ja, also zweifache Mama und ja, 2 Mädels im Haus, das heißt richtig viel Action. Das tut mir jetzt ein bisschen leid für deinen Mann, für den Eats mit 3 Frauen. Er wollte es nicht anders, Wie läuft das? Ihr Frauen habt das Regime und er ist derjenige, der machen muss? Es ist nicht so, dass die Frauen immer das Regime haben. Sondern bei euch? Nee, es ist gut verteilt, ehrlich verteilt. Es hat jetzt schon ein bisschen stressig, einfach mit 4 Monaten. Dann die Große war ein bisschen eifersüchtig, aber ist okay. Und heute ist unser erster offizieller Tag alleine ohne Kids. Gab es bis jetzt noch nicht. Und ich wollte gerade fragen, wo sind denn die Bambinos? Oma, wir haben den Oma-Joker. Also, wir sollten nicht schimpfen, wir sind nicht einfach Rabeneltern oder so, sondern im Gegenteil. Nee. Die sind die meiste Zeit dabei, aber heute ist nicht das allererste Mal, dass wir mal ohne Kids unterwegs sind. Und danke, liebe Oma. Ja, wir werden mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was du noch so machst. Bevor du hier kurz vorm Randalieren bist, dann melden wir uns etwas später. Das Mahl ist aufgetischt und Annie Friesinger-Postma hat natürlich auch ein Bier vor sich. Alkoholfrei? Nein, schon voll. Das ist gehört. Aber in Maßen. Ich glaube, das ist nichts Schlimmes, als wenn man zu früh das übersieht im Punkt und dann hast du nichts von dem ganzen Abend. Ich habe ja dieses Jahr im Frühjahr Tränen gelacht, als ich deine Doku gesehen habe. Cool Runnings mit den kenianischen Läufern, denen du das Eisschnelllaufen beigebracht hast. Mal ehrlich, ist es dir schwer gefallen, ernst zu bleiben? Es gab so viele witzige Szenen, die wir alle gar nicht in die Sendung packen konnten. Aber die Jungs haben wirklich so viel Talent bewiesen, Fleiß. Und wir haben natürlich aus dieser Menge an Superathleten diejenigen herausgekastet, die ein Schnelllauftalent hört sich jetzt doof an, aber die beweglich waren, die eine gewisse Athletik aufgewiesen haben. Ja, es war schon lustig. Was haben die Kenianer denn gesagt, als ihr gekommen seid und gesagt habt, Männer, wir machen Eisschnelllaufen? Haben die gedacht, ihr habt einen Vogel? Ja, das war das Zweite. Aber das Erste war, ich wurde ja vorgestellt, nachdem mein Co-Trainer unten war. Also die dachten, er ist der Coach. Und Frauen haben natürlich bei den nicht so den Stellenwert. Dann kam ich die Treppe runter und mein Co-Assistent sagt dann, sie ist der echte Coach. Da war ich so geschockt. Eine Frau. Ja, eine Frau gibt uns das Trainingsprogramm vor und leitet uns. Nee, das war schon spannend. Und dann hat der erste Kontakt mit Eis, mit Geschwindigkeit, mit der Kälte, weil der Wettkampf war ja draußen, bei Schneesturm. Also wir haben wirklich alles von den Jungs abverlangt. Geschichte gewesen. Wir können nachher noch mal drüber reden, was du vielleicht für die Zukunft planst. Gehen wir erstmal zurück und dann melden wir uns ja noch mal. Also kannst du was trinken? Aus einem einst geschlamperten Verhältnis ist seit 5 Jahren eine Ehe geworden. Eats Postma und Annika Friesinger-Postma. Mittlerweile, ihr seid in der Produktion zur Frauenfußball-Nationalmannschaft. 2 Töchter sind da. Ist das dritte in Planung, in Arbeit? Naja, dann geht es. Ist ein Geschenk, wird es natürlich was Wunderbares, aber Josefina ist 3, Elisabeth 4 Monate, also im Moment nee. Generell, was planst du denn jetzt für die Zukunft? Wird es eine zweite Staffel geben, Cool Runnings mit Eisschnellläufern? Also mit Cool Runnings eine zweite Staffel im Moment nicht. Der Aufwand ist ja auch, muss man sagen, sehr groß. Also das ist eine Zeit über mehrere Monate, Visa beantragen. Mal gucken, wir haben ein paar andere Ideen. Lass hören. Nee, das kann ich jetzt nicht alles sagen. Nee, aber sonst für mich, ich mache weiter mit Projektentwicklung und Produktberatung von Sportartikelherstellern. Mach meine Vorträge für Leute, die gesundheitliche Probleme haben. Das ist mir auch sehr wichtig, einfach die Gesundheit. Dass man da ein bisschen mehr Augenmerk drauf macht. Ja, und der Journalismus finde ich auch schön, aber nicht vor der Kamera stehen. Konkurrenz, okay. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Wiesn. Ich hoffe ja mal, dass aus diesem Tag dann noch weitere Folgen werden für euch, dass ihr viel feiern könnt. Ihr könnt es, glaube ich, mal gebrauchen, ein bisschen Abstand. Und ja, hoch die Tassen. Annie Friesinger-Postma und Eats Postma. Servus.